Mit Sicherheit gibt es den, aber der interessiert mich gerade noch nicht so sehr. Mann! Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs besucht. Egal. Aha. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Ich bin schon längst dabei, die zu nehmen, Mann. Jawohl, bauen wir mal ein Medikit. Und bauen wir gleich noch ein Medikit. Ach, ein Molotow-Cocktail noch. Weil es so schön ist. Schau dich nach nützlichen Sachen um. Hallo? Siehst du was? Natürlich schaue ich mich nach nützlichen Sachen um. Was machen wir jetzt? Wir halten stand. Haben wir eine andere Wahl? Sterben. Gut. Okay, davon habe ich so viel. Da kann ich noch einen bauen. Was liegt hier? Erlösen wir sie. Sehr knapp. Okay. Hörst du das? Sie sind auf dem Dach! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mach den hin. Wir kommen schon zurecht. Das Gefühl habe ich aber nicht. Wie viele von denen gibt es denn? Keine Ahnung.
aufgewischt. Ein Bloater! Endlich! Hey, Kleine. Ja? Ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir sie alle erledigt? Du klingst ja richtig enttäuscht. Ach, eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Oh mein Gott. Jetzt war ich ganz schön ruhig, aber das lag an der ganzen Action hier. Ich guck gerade nochmal, ob ich noch irgendwo was mitnehmen kann. Wie zum Beispiel diese Schere hier. Ich bin jetzt total überrascht, dass der Bloater so schnell umgefallen ist. Ich habe mich in dem Moment, als ich ihn gesehen habe, habe ich nur gedacht, oh nein, ich habe alles rausgehauen, was ich hatte bisher. Aber okay. Wo ist er hin? Ach, da steht er noch. Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Was? Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt. In die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey, bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen runter Fall gehen. Mit der Waffe. Oh, fuck. Das ist doch einer von den Fiesen. Jetzt gib mir die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Los, weg hier. Komm schon. Komm mit. Na, die folgen bestimmt unseren Spuren. Und ich fährt in die Garage, jawohl. Okay. Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm.
Gott. Sag mal los. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joe. Es war ja so klar. Scheiße! Sie sind hier. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Okay, ich muss hier lang. Weg da! Kommt und holt mich, ihr Arschlöcher! Ihr trefft mich nicht, ihr trefft mich nicht. Hier drüben! Oh fuck, erster Treffer. Wir sind aber ein bisschen viele, muss ich zugeben. Was? Nein! Oh oh. Okay. Ich muss hier schnell weg, aber ich brauche unbedingt Munition.
verdammt! Ja, was mache ich denn? Ach, muss ich nochmal gucken. Jawohl, da kann ich wieder eins herstellen. Ich muss es eigentlich auch schon direkt nehmen. So, ich mache nochmal ein neues Medikit. Tja, wie es aussieht, habe ich wohl ein Medikit total verschwendet jetzt gerade, weil es hier jetzt Heilung gibt. Aber das konnte ja gerade noch keiner ahnen. Heilige Scheiße, hast du das gesehen? Was mach ich denn, Mann?